Guten Morgen und Grüezi aus der Schweiz. Ja, es ist sehr früh. Es ist noch nicht mal 7 Uhr und ich bin jetzt schon unterwegs. Und wohin soll es heute gehen? Ja, zum wahrscheinlich, also wie ich finde, schönsten Pass der Schweiz, also die große Scheidegg. Also wenn man da oben steht, das ist ein unglaublicher Ausblick. Da möchte ich heute hin und ich bin heute auch ein bisschen früher unterwegs, weil am Nachmittag sind wieder Gewitter angesagt. Deswegen wollte ich auf jeden Fall früh da hoch oben sein, dass ich da noch ein bisschen Zeit verbringen kann, bevor die Gewitter kommen. Ja, und es, wie man sieht, die Sonne ist gerade mal so seit einer halben Stunde aufgegangen. Scheint nur die oberen Berge so ein bisschen an, das sieht schon so klasse aus. Aber naja, was soll man sagen, Schweiz ist immer schön. Also wenn man das hier sieht, ah, herrlich. Aber da oben wird es viel schöner werden. Und der Aufstieg, ja, das sind ganz schön viele Höhenmeter. Geht auf fast 2000 Meter hoch. Ich bin hier gerade mal auf 570 oder 80. Das ist nicht viel. Also mehr wie gestern. Ja, aber schöne Bilder wird es hoffentlich geben auf den folgenden mindestens 17 Kilometern bergauf Richtung Großen Scheidegg. Wow, sieht das schon sehr toll aus am frühen Morgen hier. Tolle Szenerie, muss ich sagen. Aber das ist ja nur der Anfang. Hat man gerade 200 Höhenmeter geschafft. Also bekommt noch richtig viel. Ohne Worte, also ohne Worte, dieser Pass, unglaublich, hier oben die Gletscher, aber vor 14 Jahren bin ich hier auch gewesen mit dem Rennrad, bin ich hier hochgefahren, denn der Pass hier ist asphaltiert. Ich habe bestimmt noch ein paar Fotos, muss ich mal nachschauen, ob ich das noch habe, aber es ist definitiv viel, viel weniger Gletscher da oben als vor 14 Jahren, das ist schon, ganz genau kann ich mich nicht dran erinnern, aber so sah das nicht aus. Oh Leute, aber es ist trotzdem noch sehr, sehr schön hier auf dieser Hochalp. Das ist ja, es ist grandios, diese Fahrt hier hoch. Dann hat man auf einmal immer die Gletscher im Blick nach vorne. Ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte, auf 1300 Meter. Ist eigentlich noch relativ einfach bis 10% hoch. Man darf nicht überpesen, da kommt noch genug. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber das hier, das ist der helle Wahnsinn.
Wow. Das ist mehr als eine Schippe drauf, oder? Was die Schweiz erlegt, das ist so krass. Naja. Weiter geht's. Es geht ja noch höher und da ist die Aussicht noch besser. Die Schwarzwaldalb habe ich jetzt passiert. Bis dahin dürfen die Autos fahren und Fahrräder dürfen weiterfahren. Und ich weiß noch von damals, ab hier geht der Pass erst richtig los. Oh, da steigt es ordentlich an. Über, ja, zweistellige Prozente gibt es nur noch. Es wird etwas hart. Es sind auch noch, ja, knappe 600 Höhenmeter. Nicht mehr ganz, aber es ist noch ein gutes Stück. Aber es ist echt einfach nur traumhaft. Diese Aussichten. Deswegen bin ich hier, auch wenn ich das schon kenne. Das ist, wie gesagt, das meiste ist schon wieder weg. Das ist doch wieder schön, das mal wieder aufzufrischen. Naja, weiter geht's. In die Höhe. In die schöne Höhe. So, jetzt bin ich auf 1830 Meter Seehöhe, so hoch wie gestern der Seefeldsee. Es geht aber noch weiter. Ich muss fast auf 2000, nicht ganz. Also gar nicht mehr so viel, nur noch wenige Kilometer. Da bin ich oben. Man hört hier nur das Bimmeln der Kühe. Sonst ist hier gar nichts. Richtig herrlich. Ja, es ist anstrengend, aber es ist so schön. Man kann sich gar nicht auf die Straße, man guckt nur. Die Anstrengung kriegt man gar nicht mit. Aber vom Herzen her merkt man, so ab 1500 Meter geht es langsam los mit der Höhe. Oh, dann pocht das. Oh, wird es ein bisschen anstrengender. Entschuldigung, wenn ich hier puste, aber es ist nicht, dass man anhalten muss, aber es ist ja anstrengender als unten. Die Sonne ist es hier oben gar nicht, denn es ist immer noch früh. Halb zehn erst. So um 10 wollte ich auch oben sein, so ungefähr. Damit ich da oben noch gut Zeit habe, bevor irgendwelche Gewitter kommen. Das sieht ganz gut aus. Ich komme da auch hoch, das merke ich richtig gut. Immer schön was trinken zwischendurch. Wasserquellen sind ja auch überall, wenn man möchte. Also gar kein Problem. Ich hoffe, der Rest ist jetzt auch gar kein Problem. So, auf geht's zu den letzten 150, 160 Höhenmetern.
ohne Worte. Ich bin jetzt hier oben. Es ist unglaublich. Ich habe hier schon mal gestanden, aber dieser Blick, der raubt einen den Atem. Das ist so klasse. Einfach nur herrlich. Unbeschreiblich schön. Aber was gerade eben war, es hat so ein dumpfes Rummeln gegeben, ganz schön lang und groß. Ja, wenn da mal nicht wieder irgendwo ein Bergsturz da drin war, irgendwo da, wo man es nicht sehen konnte, oder Eis abgebrochen. Ich weiß es nicht, Berge sind ja immer gefährlich, das darf man ja nicht vergessen. Aber das war ein schöner Aufstieg. Ich fand irgendwie den gestrigen irgendwie schwieriger, weil auch diese Straße hoch, meistens nur kurz auf 15% und dann war man hier meistens so um die 10. Hört sich viel an, aber wenn man so ein bisschen trainiert ist, dann geht das recht gut. Ja, ich muss das hier erstmal wirklich genießen. Das ist einfach nur traumhaft. Man kann gar nicht glauben, dass nachher wieder dicke Wolken kommen sollen und Regen und morgen ist schlechtes Wetter. Man blickt hier so schön unten auf das friedliche Grindelwald. Es ist einfach klasse, auch in die andere Richtung. Da sind zwar nicht die höchsten Berge, aber einfach nur heftig. Einfach nur wieder toll hier zu sein, unbeschreiblich. Dieses Gefühl, es wieder geschafft zu haben, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich werde noch weiter diese Straße längs fahren, noch ein bisschen da hoch, so wie ich lustig bin. Aber erstmal hier eine schöne ausgiebige Pause, ja, höre den Bimmeln hier zu, der einzigen Kuh, die hier oben ist, und dann geht's weiter. Es ist einfach, boah, unbeschreiblich. Das ist echt einfach ohne Worte. Ja, ich bin noch weitergefahren bis zur Bergstation des First. Hier oben ist ein Restaurant, da habe ich gerade Mittag gegessen, eine kleine Pommes. Oh, Leute, es ist so eine herrliche Aussicht. Hier ist auch richtig die Hölle los aus allen Herren Ländern. Letztes Jahr war es noch ruhig, Japaner und Inder und sowas waren noch nicht da, aber dieses Jahr sind sie wieder alle da. Ist auch wieder schön und wie man sieht, es ist ein riesen Andrang auf den Skywalk, aber man hat auch hier auch schon eine gute Aussicht, oder? Es ist unglaublich, man kann eigentlich durchfilmen, man kann alles fotografieren, was man sieht. Das ist, deswegen ist das hier eigentlich der schönste Pass. Ich kenne ja schon so viele, ich muss sagen, es ist einer der schönsten. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr auf großen Scheideck, die ist da ganz hinten, aber allein, ja, es ist ja nicht umsonst hier der Touristenhochburg mit Grindelwald, das kennt doch jeder. Mit der 1800 Meter hohen steilen Wand des Eiger. Das ist einfach unbegreiflich. Und da drüben ist die kleine Scheideck. Da möchte ich eigentlich auch noch mal hin.
an einen anderen Tag. Ich werde jetzt umdrehen, genau dieselbe Strecke wieder zurück. Ich hätte auch jetzt hier abfahren können. Grindelwald, Interlaken, Brienzer See und zurück. Aber ich nehme die schnelle Route. Man sieht, so langsam bilden sich ein paar Wolken. So in guten 2 Stunden könnten schon die ersten Gewitter entstehen. Also es geht in den Bergen ganz schnell. Ich bin ja früh losgefahren und ich sage, es ist unglaublich. Ja, wenn man das mal selbst mit eigenen Augen gesehen hat. Also das kann auch dieses Video nicht rüberbringen, Leute. Das muss man gesehen haben. Ja, die Schweiz ist teuer. Gerade jetzt, wo ich gebucht habe, da war es noch nicht so schlimm. Aber jetzt ist der Umrechnungskurs ziemlich ungünstig, aber es geht. Man muss ein bisschen drauf achten. Ja, auch hier oben das Gericht. Es war auch nicht gerade billig, aber ich sage, Garmisch und Co. wird auch ordentlich zugelangt. Also eigentlich ist es doch wieder egal. Wenn man hier sein will, muss man halt das in Kauf nehmen. Aber mit dem Rad hier hochzufahren und das erreicht zu haben auf 2160 Meter ungefähr ist das hier. Das ist echt klasse. Es ist so viel los hier, nicht umsonst. Also man kann nicht sagen, Touristenhochburg ist es widerlich. Ich bin ja auch einer, ich will das auch hier sehen, deswegen bin ich hier. Also sei es allen gegönnt, die hier auch sitzen und Mittag essen. Also ich mache jetzt hier Schluss, zurückfahren werde ich noch, werde vielleicht noch ein paar Bilder davon noch einblenden. Also jetzt ist endgültig Schluss. Für diese Tour, ich muss langsam zurück. Es war herrlich, es ist das Beste, meist was es gibt in der Schweiz. Ich habe schon sehr viel gesehen, aber das ist schon echt an oberster Stelle. Also, ich hoffe, es hat dann gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin oder wie man hier sagt. Salut. Thank you.